Hi Leute, ich bin's OG und das ist mein One-Taker. Ja, ich wollte euch einfach heute mal ein bisschen was erzählen. Ich war jetzt, heute Sonntag, also war ich Freitag, am Freititag, war ich in München bei der Trauung meiner Schwester. Und ja, da habe ich jetzt dann auch ein paar alte Leute natürlich gesehen, wie mein kleinen Cousin. Auch nicht, das war scharf irgendwie. Ja, war echt cool, die alle mal wiederzusehen. Und da habe ich, komme ich so aufs Thema, mitunter auch mein Onkel nach längerer Zeit mal wieder gesehen und der hat gemeint, dass ich ja mich wirklich sehr verändert habe, aber halt natürlich im positiven Sinn, dass ich halt ein bisschen offener und sowas geworden bin, weil ich so als Kind doch etwas schüchtern war. Da habe ich überlegt und dann bin ich selbst drauf gekommen, dass es, wobei mir ist es schon mal vor ein paar Monaten eingefallen, aber jetzt wollte ich einfach mal drüber erzählen, dass das, glaube ich, daran liegt, dass ich 2,5 Jahre oder fast 3, ich weiß nicht mehr genau, Schiedsrichter war. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, dass man einfach so auch Schiedsrichter werden kann und so weiter. Es kam so, dass ich durch meine ganzen Verletzungen alles Mögliche konnte ich halt nicht mehr Fußball spielen, weil es halt am Schießen lag und sowas. Deswegen dachte ich mir, hey, ich will auch trotzdem was mit Fußball machen. Und die aus unserem Verein in Freistadt, die sagten mir so, ja, dann kannst du Schiedsrichter werden. Und dann habe ich mich da mal erkundet und mein großer Bruder, nämlich der war da auch Schiedsrichter, ein Jahr davor. Und dann habe ich den Test gemacht und alles Mögliche und war dann Schiedsrichter. Und dann habe ich halt angefangen, immer bei den kleinen Spielen zu pfeifen, also bei den Jüngeren. Und nach wurde ich dann halt besser und selbstsicherer und bin dann halt immer aufgestiegen quasi und durfte dann auch die Eltern pfeifen, bis hin zur Kreisliga innerhalb von 2 Jahren. Mit 17, 18 war ich dann in der Kreisliga. Ich sage das ein paar Jahre was. War ja auch ambitioniert, in die Bezirksliga eigentlich aufzusteigen das Jahr. Und dann wurde mit meinem Knie wieder ein bisschen schlimmer. Aber bis dahin war es halt so, ich meine, ich war 18. Ich bin nicht wirklich groß jetzt so. Ich bin normale 1,81, 1,80. Und trotzdem muss ich mich halt da durchsetzen gegen 22 Männern auf dem Platz. Und nochmal den Trainern draußen und den Zuschauern und sowas. Und da habe ich dann halt wirklich gelernt, mich halt einfach durchzusetzen und auch selbstbewusster zu sein. Weil ich meine, du musst da halt dastehen, musst einem sagen, der ist vielleicht sogar so alt wie dein Vater, wenn die halt in der ersten Mannschaft sind, so sind die ab 18, ab 19. Und dann muss ich dem sagen, sorry, rot, du gehst runter. Und dann gab es natürlich ein paar Spiele dann halt so, wo die jetzt nicht ganz damit einverstanden waren. Ich meine, ich sage nicht, dass ich alles hundertprozentig gesehen habe und nicht alles perfekt gemacht habe, aber ich habe ja im besten Gewissen so gehandelt und dann gibt es natürlich Leute, die es nicht so ganz verstehen. Und dann kam es halt schon dazu, dass mich auch ein paar Mal ein bisschen welche zur Kabine mitverfolgt haben. Aber naja, ich will nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber ich wollte einfach mal nur sagen, vielleicht, ich will nicht wirklich Werbung dafür machen, so, aber das hat mir wirklich sehr geholfen, einfach selbstbewusster zu werden. Vielleicht gibt es auch andere Sachen so oder andere Sportarten. Man kann ja auch Handballschiedsrichter und alles Mögliche werden. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einfach sowas machen. Man bekommt sogar ein bisschen Cash, so Spesen. Ich habe, glaube ich, sogar mal 200-300 Euro im Monat bekommen, obwohl ich Freitag bis Sonntag halt Spiele dann gepfiffen und Assistent und in ganz Bayern unterwegs und überall. Ja, wer weiß, vielleicht kommt jetzt hier irgendwo der nächste Top-Schiedsrichter bei euch raus. Ach so, ja, da kamen die ganzen Sachen mit Heutzer, irgendwelche Schiedsrichter-Skandale. Aber egal, hat trotzdem Spaß gemacht und jetzt bin ich selbstbewusster dadurch geworden. Ja, hoffentlich hat es euch auch interessiert. Ich hoffe jetzt nicht, dass es zu viel Gelabe war und so weiter. Und dann würde ich sagen, das war mein One-Take. No fake, bis zum nächsten Mal. Ciao. Guckt hier oben unseren letzten One-Taker-Kicker-Weltmeisterschaft an und hier unten kommt ihr zu den Facebook 2.0-Extras.